Am vergangenen Sonntag, den 28. August, stand um 10 Uhr vormittags im Festzelt Krämer auf der Landshuter Herbsthult das zweite jährliche Boxevent des SC Bavaria Landshut an. Und obwohl draußen keine Wolke am Himmel stand und bis zu 33 Grad im Schatten gemessen wurden, war das Zelt nahezu voll. 1300 zahlende Besucher kamen und die allermeisten blieben auch bis zum Schluss, also 14.30 Uhr, obwohl es im Zelt ab 12 Uhr drückend heiß war. Die Veranstaltung stand jedoch wie schon im Frühjahr unter schlechten Vorzeichen. Diesmal kam zwar der avisierte Gegner, der Mana TV, doch die eigenen Athleten fielen reihenweise aus. Laimonas Aliukunis laboriert an einer Schulterverletzung. Younes Ramadan zog sich in der Vorbereitung einen Kapselriss in der linken Hand zu. Jonathas Dreier zog sich im Sparring einen Nasenbeinbruch zu und direkt am Vormittag der Veranstaltung fiel dann auch noch Alexander Kremes krankheitsbedingt aus. So begann das Event mit einer kleinen Runde Pratzen für den 11-jährigen Arian Gotthard, den geplanten Gegner unseres 12-jährigen Alexander Kremes. Superschwergewichtler Grani Chala war für diesen Spaß gerne zu haben. Dann wurde es aber ernst. In der ersten Begegnung standen sich im Weltergewicht Andreas Leis und Ahmed Al-Sadi gegenüber. Andreas Leis als Leihgabe aus Pocking für die Bavaria. Hier verzeichnete der Mana TV seine ersten 2 Punkte gegen die Bavaria und ging in Führung. Im zweiten Wertungskampf des Tages trafen dann Marcin Czovaniek für die Bavaria und Meriton Recepi für den Mana TV im Halbschwergewicht aufeinander. Und auch hier behielten die Gäste aus Norddeutschland die Oberhand. Dann wurde es Zeit für den ersten Lokalmatador der Bavaria. Nico Malsam, der deutsche U19-Meister im Schwergewicht, machte sich auf den Weg in den Ring, um auf Zlatko Strauch zu treffen. Gecoacht vom Vater Alex Malsam und Martin Faltermeier. Der Kampf fesselte und begeisterte das Publikum, denn beide Athleten boxten mit enormer Leidenschaft und Herz. Bei diesem Kampf konnte man auch Daniel Malsam, den U17-Vize-Weltmeister im Superschwergewicht, in Aktion erleben, mit Zurufen an seinen Bruder im Ring. Nico Malsam kristallisierte sich in den letzten beiden Runden dann als der klar überlegene Boxer heraus und gewann somit hochverdient und unter tosendem Applaus. Nico Malsam und Daniel Malsam sind bei mir. Die beiden Schwergewichtsbrüder, einmal Schwergewicht, einmal Superschwergewicht. Und der Daniel Malsam ist erst angereist. Der war in Frankfurt an der Oder, richtig, beim Brandenburg Cup. Hat dort im Superschwergewicht den zweiten Platz gemacht im Finale. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Daniel. Geile Leistung. Wie geht's dir und wie ist es gelaufen? Mir geht's super, ich habe keine Verletzungen, körperlich auch alles gut. Ich habe angefangen im Viertelfinale zu boxen und hatte einen Film. War auch ein starker Mann, so groß wie ich, auch von der Körpermasse genauso. Ja, war ein guter Kampf, ich habe ihn die ganze Zeit kontrollieren können. Und am Ende habe ich auch einen klaren, einstimmigen Sieg gehabt. Wie bist du dann ins Finale gekommen? Wie ist das gelaufen? Danach hatte ich ein Halbfinale, hätte ich gegen Russland boxen sollen. Aber der Kampf ist dann ausgefallen, als Walkover, da der Russland nicht angetreten ist. Und so kam ich halt ins Finale. Im Finale habe ich dann geboxt gegen einen Landsmann, also auch gegen einen Deutschen. Und es war ein harter Kampf, es war sozusagen eine Schlacht. Der Finalgegner war der aktuelle deutsche Meister, glaube ich, U19, Nelvi Hessen. Genau. Es war ein harter Kampf. Über die erste Runde. Die erste Runde war recht ausgeglichen, zweite Runde habe ich ein bisschen verschlafen. Dritte Runde hätte ich eigentlich für mich entschieden, aber dann haben sie mir noch einen Punkt abgezogen, also kann man nichts machen. Nico, du bleibst noch ein bisschen da, setze ich mich neben dich. Du hast heute einen gigantischen Kampf geliefert. Ja, das ganze Festzelt ist ausgerastet und hat dich gefeiert. Wie hast du dich im Ring gefühlt? Hast du es auch so eindeutig gesehen wie die Punktrichter 3:0? Oder hattest du zum Schluss ein bisschen Angst? Um ehrlich zu sein, war ich mir schon ziemlich sicher, dass ich alle drei Runden hatte. Die erste Runde habe ich mich angetastet, weil ich wusste nicht, wie er boxt, deswegen habe ich geguckt, mich angetastet. Und dann zweite, dritte war ich mir schon sicher, dass ich gewonnen habe. Da war ich mir schon ziemlich sicher, dass der Kampf an mich geht. Okay, jetzt muss man ja sehen, bei dir dieses Jahr hat man dich ja noch auf keinen Meisterschaften gesehen. Was steht jetzt dieses Jahr noch an? Also im Oktober die Bayerische Meisterschaft bei den Männern. Da will ich auch, wenn es gut geht, Gold holen. Und im November die U21 Deutsche Meisterschaft. Also das wären jetzt meine zwei großen Ziele. Letztes Jahr waren die ja schon im Sommer, die Meisterschaften, aber jetzt sind die im Herbst.
Und bis dann bereiten wir noch mehr vor, gib noch mehr Gas. Probier das Bestmögliche rauszumachen. Jawohl. Nico, danke dir, Mike. Und Glückwunsch nochmal. Danke dir, Mike. Als nächstes stieg Daniel Beek für die Bavaria in den Ring und traf dort auf August Nurula auf Seiten der Gäste. Den Fight im Halbweltergewicht konnte die blaue Ecke für sich entscheiden und somit stand es auf der Punkteskala 4-4. Den letzten Kampf vor der Pause bestritt Max Meyer für die Bavaria. Er trat an gegen Amar Abbas für Mane. Diesen Halbschwergewichtskampf entschieden die Gäste für sich, womit sie mit einer 6-4 Führung in die Pause gingen. Nachdem in der Pause die Seitenwände des Festzelts geöffnet wurden, hoffte man nun auf etwas Abkühlung im Boxring. Vergeblich. Es wurde von Minute zu Minute heißer. Shahin Karabay in Blau und Kevin Schumann in Rot mussten das zuerst erfahren. Mit dem besseren Ende für die Bavaria 6-6. Vom Mittelgewicht ging es dann wieder runter ins Weltergewicht. Christopher Schwefel in Blau trat an gegen Ali Al-Sadi in Rot. 8-6, die Bavaria ging in Führung. Dann stiegen im Mittelgewicht Magomed Shahidov für die Bavaria und Carlos Angeles für Mane in den Ring. Nach einigen Expertenmeinungen der beste Kampf des Tages mit zwei enorm starken Boxern. Magomed Shahidov am Ende jedoch etwas abgeklärter und somit der Sieger. 10-6 für die Bavaria. Im Halbschwergewicht konnte Helmut Ofori dann wieder für Mane punkten gegen Viktor Vasichev. Die Kamera wollte nicht scharf stellen, trotzdem gab's Punkte. Mane nur noch mit zwei Zählern im Rückstand. Im Halbweltergewicht konnte Nenad Stančić dann für Mane ausgleichen. Er gewann gegen Harun Aktas. Es stand nun 10-10. Der letzte Kampf im Superschwergewicht sollte also den Vergleich entscheiden. Und wer könnte das für die Bavaria besser als der Boxer, der seit genau einer Woche darauf brannte, seine Kampfbilanz schleunigst wieder richtig zu stellen. In Weißenburg noch unglücklich verloren, heute jedoch wollte Graničarla alles besser machen. Gecoacht von Sportleiter Günther Pauli und enorm in der Ringecke unterstützt durch Kumpel Flamo Mehmeti. Im Ring erwarteten ihn über 130 Kämpfe, Erfahrung in Person von Roman Gorst. Die Schlacht begann und man sah Graničarla den unbedingten Siegeswillen an. Viel aktiver als noch vor einer Woche und mit einer Riesenportion Herzblut konnte er einen stark auftretenden Roman Gorst besiegen. Der Vergleich endete mit einem überglücklichen Graničarla und einem 12-10 Heimsieg für den SC Bavaria Landshut. Martin Freutermeier, Cheftrainer SC Bavaria 20 Landshut und Schatzmeister in einer Person. Das macht es mir ganz einfach. Wer zieht heute das Resümee für die Veranstaltung? Natürlich die Person, die alle Zahlen und Fakten beieinander hat. Martin, was ziehst du für Resümee heute? Wie war's? Ja, insgesamt sehr positiv. Wir hatten leider ein bisschen weniger Zuschauer wie vor einem Jahr bei der Herbstsold, was aber vor allem an dem wahnsinnigen Wetter liegt, weil wer heute ins Bierzelt geht, muss schon ein bisschen boxverrückt sein. Trotzdem haben wir es geschafft, dass das Zelt doch fast randvoll war und wir sehr, sehr stolz darauf sind. Also insgesamt auf jeden Fall positiv. Wir sind sehr glücklich drüber. Das war es jetzt zur Veranstaltung erstmal und aus wirtschaftlicher Sicht. Was sagst du aus dem sportlichen Bereich? Wir haben heute gigantische Kämpfe gesehen, oder? Es waren wieder irre Kämpfe. Es war der Rückkampf mit Mahnen. Wir waren ja im März oben an der Nordsee, haben wir dort geboxt. Dann hat man heute weitaus bessere Ergebnisse für uns, für Landshut. Kämpfe insgesamt waren sehr, sehr gut. Wirklich hochklassige Kämpfe. Was mich sehr freut, dass eben auch die Landshuter Eigengewächse gewonnen haben, der Granit und der Nico, und eine super Leistung abgegeben haben. Ja, sind wir sehr glücklich drüber. Vor allem, wenn man immer bedenkt, wie schwierig die Zusammenstellung am Anfang ist, weil ja doch immer viele Verletzungen gerade vor der Duld immer passieren. Und trotzdem haben wir es geschafft, die 12 Kämpfe, oder am Schluss waren es 11 Kämpfe auf die Beine zu stellen, was ja nicht leicht ist. Da sind wir auch sehr, sehr glücklich drüber. Das heißt, du bist glücklich, dann sind wir total auch glücklich. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Servus.